Sieh an, du hast einen hübschen Strauß. Ja, antwortete sie so nebenbei. Ich habe ihn vorhin von einer Bettlerin gekauft. Charles ergriff die Veilchen, kühlte damit seine Augen und erfreute sich an ihrem Duft. Da sahen sie plötzlich Monsieur Lheureux, den Modewarenhändler, durch die Gartentür hereinkommen. »Entschuldigen Sie tausendmal«, sagte er, »ich möchte um ein Gespräch unter vier Augen bitten.« Dann mit gesenkter Stimme, »es ist wegen dieser Sache, Sie wissen doch.« Und zu Emma, »Ihr Mann ist ein guter Mensch, wiewohl wir Schwierigkeiten miteinander hatten.« Charles wurde feuerrot bis über die Ohren. Sie fragte, was es gewesen sei, denn Charles hatte ihr die Auseinandersetzungen in Bezug auf die gelieferten Waren verheimlicht. »Aber Sie wissen doch«, sagte Lheureux, »es war wegen ihrer kleinen Launen, den Reisetaschen.« Er hatte seinen Hut über die Augen gezogen, die Hände am Rücken verschränkt und schaute ihr lächelnd und pfeifend auf unausstehliche Weise ins Gesicht. Hatte er irgendeinen Verdacht? Sie verlor sich in allen möglichen Befürchtungen. Schließlich sagte er, »Wir haben uns geeinigt und ich möchte noch einen Vorschlag machen.« Dieser bestand darin, dass der von Bovary unterzeichnete Wechsel erneuert werden sollte. Im Übrigen könne Monsieur nach Gutdünken verfahren, er brauche sich nicht mehr zu beunruhigen. Und er täte sogar gut daran, ihn auf jemand anderen zu übertragen, auf Madame zum Beispiel. Mit einer Vollmacht ginge das ganz leicht, und dann könnten er und Madame zusammen kleine Geschäfte. Sie begriff nicht. Er schwieg. Dann lenkte er das Gespräch auf sein Geschäft und meinte, Madame könne nicht abschlagen, ihm etwas abzukaufen. Lheureux kam immer wieder unter den verschiedensten Vorwänden und versuchte jedes Mal, sich liebenswürdig und dienstbar zu zeigen, sich unentbehrlich zu machen, wie Homais gesagt haben würde. Und jedes Mal erteilte er Emma unauffällig einige Ratschläge wegen der Vollmacht. Auf den Wechsel kam er nicht mehr zu sprechen. Auch sie dachte nicht mehr daran und versetzte Bovary durch ihren praktischen Sinn in Erstaunen. Sie verwendete alle möglichen juridischen Fachausdrücke und beeindruckte ihn mit so bedeutenden Worten wie Ordnung, Zukunft, Vorsorge. Eines Tages zeigte sie ihm den Entwurf einer Generalvollmacht, die es ihr erlauben sollte, seine Geschäfte zu führen und zu verwalten, Anleihen aufzunehmen, Wechsel zu unterzeichnen und zu indossieren, alle Zahlungen durchzuführen etc. Sie hatte ihre Lektion von Lheureux gelernt. Charles fragte sie gutgläubig, woher dieses Papier denn käme. »Von Monsieur Guillaumin.« Und mit der größten Nonchalance der Welt fügte sie hinzu, »Ich traue dieser Sache nicht so richtig. Die Notare haben einen schlechten Ruf. Vielleicht sollte man noch jemanden anderen um Rat fragen. Wir kennen nur, oh, niemanden.« »Es sei denn Léon«, erwiderte Charles, der darüber nachdachte. »Aber es wäre schwierig, sich brieflich zu verständigen.« Da bot sie an, diese Reise zu machen. Er dankte ihr und wollte es nicht annehmen. Sie bestand darauf und sie übertrafen einander an Höflichkeiten. Schließlich rief sie in geheucheltem Ton, »Aber nein, ich bitte dich, ich werde gehen.« »Wie gut du bist«, sagte er und küsste sie auf die Stirn. Schon am nächsten Morgen bestieg sie die Schwalbe, um nach Rouen zu fahren und Monsieur Léon um Rat zu fragen. Und sie blieb 3 Tage dort.
Es waren drei erfüllte, herrliche, prachtvolle Tage, wahre Flitterwochen. Sie waren im Hotel de Boulogne am Hafen und sie verbrachten ihre Tage bei geschlossenen Fensterläden, abgesperrten Türen, mit Blumen auf dem Fußboden und eisgekühlten Limonaden, die man ihnen schon am frühen Morgen heraufgebracht hatte. Gegen Abend mieteten sie sich ein überdachtes Boot und fuhren zum Abendessen auf eine Insel. Bald musste man sich trennen. Das Abschiednehmen war traurig. »Also, du bist sicher, dass alles in Ordnung ist?« sagte sie in den letzten Kuss hinein. »Ja, bestimmt.« »Aber warum ist dir eigentlich diese Vollmacht so besonders wichtig?« dachte er im Nachhinein, als er alleine durch die Straßen zurückging. Es war zu jener Zeit, gegen Anfang des Winters, dass sie ihre Leidenschaft für Musik wiederentdeckte. Eines Abends, als Charles ihr zuhörte, begann sie immer wieder ein und dasselbe Musikstück zu spielen und war jedes Mal aufs Neue unzufrieden. Er hingegen bemerkte keinen Unterschied und rief: »Bravo! Ausgezeichnet! Du hast Unrecht, spiel weiter!« »Ach nein, das ist erbärmlich. Meine Finger sind eingerostet.« Am folgenden Tag bat er sie wiederum, ihm etwas vorzuspielen. »Gut, aber nur, weil es dir Freude bereitet.« Und Charles gab zu, dass sie nicht mehr so gut spiele wie früher. Sie griff daneben, patzte und brach schließlich ab. »Ach, es geht nicht mehr. Ich müsste wieder Stunden nehmen, aber...« Sie biss sich auf die Lippen und fügte hinzu: »20 Francs die Stunde? Das ist zu teuer.« Mit Resignation schloss sie das Klavier und öffnete es nicht mehr. Wenn jemand zu Besuch kam, verabsäumte sie nicht mitzuteilen, dass sie die Musik aufgegeben habe und aus zwingenden Gründen damit nicht wieder beginnen könne. Man bedauerte sie, das sei wirklich schade, wo sie doch solch großes Talent habe. Man sprach sogar Bovary diesbezüglich an und machte ihm Vorwürfe, ganz besonders der Apotheker. »Sie haben Unrecht. Man darf Talente niemals brach liegen lassen.« Und im Übrigen, wenn Ihre Gemahlin Musikunterricht nimmt, dann ersparen Sie sich später die Kosten für die musikalische Erziehung Ihres Kindes. Ich für meinen Teil finde, dass Mütter ihre Kinder selbst unterrichten sollten. Diese Idee stammt von Rousseau. Vielleicht ist sie noch etwas neu, aber sie wird ihre Triumphe feiern, davon bin ich überzeugt. Wieder stillen und die Impfung.« Charles brachte die Sache mit dem Klavier nochmals zur Sprache. »Wenn du gerne...« sagte er, »ab und zu eine Stunde nehmen möchtest, das wäre sicherlich nicht allzu aufwendig. Aber die Stunden nützen nur, wenn sie regelmäßig sind«, entgegnete sie. Und somit hatte sie von ihrem Gemahl die Einwilligung, einmal pro Woche in die Stadt zu fahren, um ihren Liebhaber zu besuchen. Am Ende eines Monats fand man sogar, dass sie erstaunliche Fortschritte gemacht habe. Es war wieder Donnerstag. Sie stand auf und machte geräuschlos ihre Toilette, um Charles nicht zu wecken, da bemerkt haben könnte, dass sie schon so zeitig das Haus verließ. Als es auf der Wanduhr 7:15 schlug, ging sie zum Lion d'Or. Endlich hatte Hivert seine Suppe gegessen, den Kutschermantel angezogen, die Pfeife angezündet und seine Peitsche in die Hand genommen, und nun richtete er sich in aller Ruhe auf seinem Kutschbock ein.